Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Creatures of Ava. Ja, in der letzten Folge haben wir gedacht, wir müssen ja erstmal einen kleinen Cut machen, weil, och ja, ich darf nicht so nah rangehen, ist okay, weil wir müssen eine anscheinend riesige Schlucht hier überbrücken und uns um die Statuen kümmern. Mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ich glaube, ich kann hier in mehrere Richtungen laufen. Alter. Hier schreckt mich jedes Mal. Moment, ist das nicht... Ja, doch, klar. Das ist doch das, wo wir hergekommen sind. Moment. Moment. Ich glaube, wir hatten ja hier noch was, was wir nicht geschafft hatten. Also, wo wir nicht hochgekommen sind. Ich glaube, wir kommen da jetzt hin. Brauchen wir das? Ach, das sind wieder Pheromone. Ach. Die brauchen wir eigentlich nicht. Ah, ja, perfekt. Dann können wir die Pünktchen hier nämlich auch noch mitnehmen. Aber da oben war doch jetzt gerade auch noch, habe ich doch gerade gesehen. Hallo. Feel the calm of this place. Wieso hatte der das nicht angenommen? Aber da oben waren wir, glaube ich, gar nicht eben, oder? Wir sind ja von der Seite letztendlich gekommen. Wir waren im Tempel, aber wir waren nicht oben drauf, weil das ist nämlich auch nochmal eine Blume. Aber... Die Karte zeigt uns an, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Dass wir eigentlich über die Brücke müssen. Das Problem ist nur, wie kommen wir jetzt da über die Brücke? Ich meine, wir können da hochklettern und so. Das ist alles okay. Aber natürlich auch nur bedingt. Ach ja, jetzt haben wir wieder das Problem. Obwohl ich schon gelaufen bin jetzt. Ja, sie springt natürlich wieder nicht. Natürlich. So. Da oben, da müsste ich quasi hin. Oder ist das eine andere Brücke? Wenn ich da rausgehe wieder. Moment, ich versuche jetzt nochmal da oben hinzugehen. Vielleicht können wir von da aus irgendwie irgendwo dahin. Das habe ich total vergessen, dass hier ein Loch war. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Aber hier kommen wir nicht. Also wir konnten hier links hochklettern, das weiß ich noch, aber... Ach, Moment, wir haben ja jetzt den Schlüssel. Ja, klar. Ah. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, was ich machen muss. Das nehmen wir auch noch mit. Ja. A bridge to the mausoleum, but it's not complete. Die Frage ist, habe ich den Schlüssel noch? About what you showed me. The lab stuff? Tab, can Kratovas hear this? I've blocked his signal for now. Listen, I needed to clear my head. So, I tried to draw something. A creature. But the only place I could think to find a good model was by hooking into the BioArc's camera feeds. And, well... You weren't wrong. Tab. The fear in their eyes, Vic. I know that fear. We both do. I don't know if it matters now, but if I can help...
help you out there, in any way, let me know. Thanks, Tab. I'll take all the human help I can get. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich schätze, ich muss da hinten ganz weit hinlaufen, wo die andere Statue ist, ne? Und muss da... Sieht auch so aus auf der Karte, als ob ich da hin muss. Ja. Was soll ich sagen? Zumindest ist Tabitha jetzt auf meiner Seite. Nachdem sie es verstanden hat. Dass dafür erstmal welche leiden mussten, ist natürlich nicht so schön. Wenn ich jetzt hier runterspringe, sterbe ich dann? Ich hoffe nicht. Okay. Das sah irgendwie so viel tiefer aus von oben. Na gut. Da müssen wir quasi in den kompletten Bereich wieder vom Anfang an rein. Ist das hier durch? Können wir hier direkt nochmal ein paar Pflanzen mitnehmen. So. Ach, die ist da schon wieder. Och nö. Ich hasse die Dinger. Hallo. Ach so. Ach. Ich habe L1 anstatt L2 gedrückt. Okay, okay, dann verstehe ich, warum das nicht funktioniert. So, ich hoffe, die sind jetzt nicht irgendwie wieder böse geworden zwischendurch. Oder ich habe hier irgendjemanden vergessen. Das wäre nämlich blöd. Statue. Statue ist in der Richtung. Das heißt, ja, wie soll ich denn da hinkommen? Das ist irgendwo, wo ich noch nicht war. Da hinten sind noch welche böse. Da kann man durch. Okay. Ach du Schande, wie viele sind das bitte? Alter. Hey, I'm doing this for you. Oh komm. Ich hab dich erwischt, bevor du was machen konntest. Hallo. Ihr habt's oder nicht mehr alle hier? Ehrlich. Wo war das jetzt? Da hinten. Hier. Alter. Das hört sich aber auch an, ne? Moment. Hä? Achso, doch, da ist die Statue. Dann nehme ich an, dass ich hier richtig bin, dass das jetzt hier so einen Bogen nach rechts macht. Ich sehe hier nur nicht allzu viel. Wegen dem ganzen Zeug. Ach, da hinten sind auch noch welche. Und irgendwo habe ich hier gerade was gehört. Da oben ist noch was. Ach. Leute. Ja, als ob der mich vorher noch getroffen hat. Ich schätze, ich brauche euch, um hier was zu machen, oder? Ah ja, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. So, jetzt gehen wir nur bitte ein bisschen aus dem Weg raus. Oh, Moment, da hinten ist noch was. Das
da hinten auch noch was? Nee, ne? Och nee, jetzt muss ich ja auch noch abwechselnd benutzen. Ist das euer Ernst? Nein, du sollst in die Richtung laufen, wo ich dich gerade hingeführt habe. Frage ist, brauche ich das zweite auch? Aber ich mach's mal. Ich nehme an, dass ich das eh brauche wegen dem Großen. So, du musst da nämlich hier rein. Ah, und ich glaube, ich habe da oben eine Statue gesehen. Kann das sein? So, schauen wir erstmal hier. Hm? So komme ich jetzt hier nicht hoch. Hallo? Gott sei Dank. Ach, wieder so ein Mist. Och nee, komm. Look what we got here. So, jetzt aber. So, da oben muss ich hoch, weil ich glaube, da habe ich eine Statue gesehen. Ja, genau. Perfekt. Hey, I'm doing this for you. Sehr schön. Dann haben wir schon mal 2 von 3. Jetzt visiert er den an. Hallo. Oh, bei der Macht von Ava. Was soll der Scheiß? Oh, jetzt ist der nicht am Buggen, ne? Wieso kommt der überhaupt hier rüber? Mehr kleiner. So. Bin mir noch nicht sicher, ob ich irgendetwas mit euch machen muss. Guck nur mal kurz hier unten in der Ecke nach, ob da noch irgendwas ist. Da komme ich ja her. Was ist das da hinten? Ah. Sarah, gut, dass ich immer mal in jede Ecke reingucke. Panzer. Und wir haben auch direkt eine Seilbahn. Sehr schön. Und theoretischerweise müssten wir auch hier gleich bei der Statue sein. Ah, da ist noch was zum Meditieren. Sehr cool. How important it is sometimes to stop and look around you.
Okay. Du machst mir den Weg frei. Ah, ich verstehe. Kriege ich das von hier aus nicht hin? Doch, das geht doch so. Hey. Brauche ich gar nicht hier reinzulaufen. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken. Was ist denn das? Das ist aber nur, um die Dinger hier zu nehmen, oder? Ach nee, hier kann ich noch runter. Ach, das wäre wahrscheinlich, wenn man von der anderen Seite reingekommen wäre. Aber die Statue ist auf jeden Fall da oben. Also ist das nicht schlimm? Okay, der Vogel ist auf jeden Fall auch nicht böse. Frage ist erstens, was machen wir da? Also was könnten wir da kriegen? Ach du Scheiße. Und zweitens... Ach, eine Statue. Ah, okay. Also erst hoch und dann... Erst hoch. Ich weiß, ich weiß. Das war jetzt ein bisschen dumm. Ich hätte erst machen müssen, bevor ich rüberspringe. Hier nichts, ne? Jetzt ist es mir egal, jetzt springe ich einfach durch, so. Hallo, mein Süßer. Alter. Ah, hier ist tatsächlich was. Die Frage ist nur, kann ich da einfach so hochspringen? Oh, da hinten sind noch zwei Infizierte. Da muss ich sowieso gleich hin, ne? Gucken wir erstmal kurz hier. Was ist denn damit? Das geht... Das darf nicht zugehen. Okay, den Teil verstehe ich. Ist die Frage, muss ich da hin? Ich komme da so nicht hin. Scheiße. Ah nee, ha... Alter. Ah ja, ich muss hier hin. Okay. Das war jetzt... Ach, dann komme ich wieder hier. Ah, okay. Das heißt, auf dem Weg können wir jetzt quasi wieder runter und dann wieder reingehen. Okay. Ja, sehr cool. Da müssen wir nicht... Nee, da konnten wir so durchgehen. Allerdings müssen wir jetzt noch zwei von denen besiegen. Das ist nicht so toll. Habe ich das wieder drin? Ja. Thank you.
Oh, okay. Kann ich hier noch schnell irgendwas anmachen, bevor ich da weitergehe? Oder ist das wieder eine riesen Rätselaufgabe? Teleporterüberreste. Ist das euer Ernst? Hallo. Wo höre ich das jetzt? Ah, hier liegt noch was. Ach, steh doch einfach auf. Komm. Ach so, ich bin da. Ach so, okay. Vom Schreibtisch der Dr. Margarete Thur an Tardün, Tag 28. Das Management hat zu einer allgemeinen Evakuierung aufgerufen. Wir verlassen den Planeten. Ich verstehe es nicht. Boti und ich haben all diese Transportationsstationen umsonst errichtet. Jetzt werden sie im Wüstenwind verfallen. Ich kann nicht viel dagegen tun. Krate was möchte, dass Michael und ich sofort zum Rettungskapselhangar kommen. Vielleicht hat dieses Welken das Management aufgeschreckt. Ich erzähle Boti davon, aber mein Namenfreund lächelt nur und spielt die Flöte. Mein Lieblingslied, das Lied der Ranken. Tja. Achso, ich bin hier noch drunter. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist hier gerade seltsam. So, okay, den Transporter haben wir schon mal freigeschaltet, aber wir sind immer noch nicht bis zur Statue gekommen. Ich hoffe, das können wir jetzt endlich mal nachholen hier. Was seid ihr mal leise? Ich muss hören, von wo das kommt. Irgendwo hier drin oder dahinter? Scheiße. Ich wollte doch nur was gucken. Man sollte nie rückwärts gehen. Ich merke schon. Boah, das macht mich gerade wahnsinnig, ne? Es ist doch irgendwie hier eine Seite. Also, als ob das hier drin ist. Ach, da. Look what we got here. Ah, okay, das hat gereicht. Sehr schön. Okay, dann können wir die Statue auch aktivieren. Das sammeln wir nochmal schnell ein. Da hinten ist nochmal so ein Riesenwelkending. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier als nächstes hin müssen oder nicht. Oder. Oh. There. The bridge to the mausoleum is complete. Okay. Dann heißt es jetzt wieder zurück. The desert now is starting to trickle into the Tamura grassland. What's happening out there? There's something I need to check out. One last ruin, but I might be reaching the end of my rope here. I'll call back soon. Tja. Was soll man sagen? Ich find's blöd, dass man hier nicht schneller laufen kann. Also das soll man nicht sagen, aber da kamen wir, glaube ich, nicht raus, oder? Wir kamen hier. Nee, das ist. Moment. Okay, so geht's auf jeden Fall auch. Ich wollte gerade sagen, unten sind doch. Moment, Moment. Da bin ich eben, glaube ich, durchgelaufen. Ne? Das müsste also quasi eine Abkürzung sein. Hoffe ich zumindest. Oh, oder auch nicht. Oder auch nicht. Alter. Es ist eine Abkürzung, aber die war noch nicht offen. Oh. Ich hätte mich auch hierhin teleportieren können, oder? Super.
Na gut. Aber gut, immerhin haben wir jetzt so die Abkürzung aufgemacht, kein Thema. Ich hoffe, das war jetzt hier mit der Brücke, wo wir rüber müssen. Ah ja, Nima ist auch hier. Dann schnappen wir uns das nochmal schnell. So. Starkbein, warte. Versuch nicht, mich aufzuhalten, Nima. Ich gehe zu diesem Mausoleum. Wir sind nicht hier, um dich aufzuhalten. Wir sind hier, um dich vorzubereiten. Es könnte an der Zeit sein, alles noch Unvollendete abzuschließen. Was immer dieser Ort ist, er fühlt sich wund an, schmerzhaft, wie eine schlechte Erinnerung. Es sieht dir gar nicht ähnlich, eine gute Ruine zu verschmähen. Ha, nein, vermutlich nicht. Aber wenn du da rauskommst, sind wir schon im Grasland, bei unserem Nesthüter und allen anderen. Schön, ich komme zu dir, sobald ich dir deinen verdammten Planeten gerettet habe. Und dann kann ich sagen, ich hab's dir doch gesagt. Das ist... Nun, was auch immer geschieht, viel Glück. Ja. Okay. Ich habe so das Gefühl, das ist jetzt so langsam, aber sicher das Ende. Die Frage, das Ende von allem oder... Ja, die haben wir schon. Was ist das? Entdecke alle Orte. Okay. Die Frage ist nur, ist das jetzt noch größer hier im Mausoleum? Oder ist das quasi das Letzte, was wir noch machen müssen? Wenn du Antardünen verlässt, kannst du später nicht mehr zurückkehren. Du wirst folgende Quest nicht erfüllen. Ein grüner Daumen. Ja. Ich gehe mal eben zurück. Ich werde mal ganz kurz abspeichern und dann werde ich nochmal hinlaufen. So, dann werden wir den Weg jetzt nochmal weiterlaufen. Beziehungsweise nochmal laufen. Ich glaube, hier an der Stelle waren wir schon, oder? Das haben wir zumindest eben nicht mitgenommen. Nee, ach so. Ach, jetzt hat der mich in die falsche Richtung gesetzt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh. Wenn man auf Abbrechen geht, wieso setzt der einen dann automatisch in die falsche Richtung? So ein bisschen Angst habe ich ja schon, ne? Herauszufinden, was jetzt wirklich richtig ist. I'm gonna save your angry hide too. Nicht der schon wieder. Oh, come on. I want to help you. Ach, wir haben so ein okay. Nein. Tja, was mache ich denn hier? Ja, sonst hast du keine Probleme. Stun mich doch dauerhaft. Oh. Now you wait here. The silly human has some work to do. Du darfst den Hund streicheln, oh wie cool. Tab, I'm in the ruins. It's a mausoleum. I hear you. I'm looking for... In the winter, there are blooms. Who's there? In the winter, there are blooms. That voice,
Tab, are you hearing this? Yes. What is that? Keep the line open. It looks like... But... That voice... You're not the Marasik. We are Marasik. We are Crash. We are all. We are Yekembo. We are Ava. We are Ava. But you. I'm here to help. And yet. You hinder. You fight the Wither. You stem the bloom. Of course I do. The withering, the infection is killing you. No. What? We have breathed in. Now we breathe out. We have been. I don't understand. A forest burns, and from the ash, new life. You're saying the withering is... It is nature. It is being. But the Antares, they... We were Antares. Now we are numb. From wither, we will become another. You're regenerating. It's a cycle. Cycle, wheel, loop, chain. These are words. It is being, only being. So, we can't stop it. But you have. What? We are broken, separate, drifting. What was together is apart. The creatures. We've been taking your creatures away. But that wouldn't... Yes, we are not whole. Without the whole, we cannot be. The cycle will stop. The planet's life can't regenerate into new forms. Ava will... We will not be. There will be wither. Yet, no bloom. This whole time, I thought we were helping, but it was only hurting you. The Nam, Nimar, I didn't listen. All things end. This is only some new end for us. Maybe it doesn't have to be. Not yet. Tabitha? Did you get all that? Yes. We need to get those creatures on the bioarc back to Ava. Every single one. How? The bioarc is automated. We can't just press a few buttons and... Unless... Tabitha? Send up an infected creature. What? But you always said... If you send an infected creature, the bioarc panics. Any evidence of infection, anything... It doesn't just send that one infected creature back to its point of origin. It sends all the creatures back. Right! We just need to trigger that emergency system. I'll send a bot straight to you. Remember, all you need is a single infected creature. I think one just volunteered. Aber der war doch gar nicht mehr infiziert.
the Bioworks camera feeds now. Yes! There's the Terabar! It made it up there! Well, now we wait for the... Well, that didn't take long. Life here, compromise. It's working? Oh, it's working all right! The Bioworks sensors are going berserk! We're sending everything back! Thank God! No! No, what's happening? No! Mm-hmm. You know what this means, though. Right, Vic? The withering. The Narm. The whole planet. Everyone we've met. I know, Tabitha. I know. I'll see you back at the village. It's time to say our goodbyes. Tja. Die Frage ist, ich glaube, wir sind schneller, wenn wir... Ja, gut, wer... Nee, Reise gesperrt? Ich muss hier durchlaufen. Warum? Ich darf auch nicht sprinten. Also ich drücke auch schon die ganze Zeit die Sprint-Taste. Das darf ich auch nicht. Aber schön, dass wieder überall Leben hier ist. Hey, Völkchen. Was macht diese Kapsel hier? Hey, Vic, hör zu. Nein. Es ist die einzige Möglichkeit, Vic. Schau, ich habe sie weltraumtauglich gemacht und ich gehe da nicht rein. Es muss einen anderen Weg von diesem Planeten geben. Nun, normalerweise würden wir uns zur Bio-Arche teleportieren, aber sie nimmt derzeit keine Besucher auf. Oh, stimmt ja. Ich weiß, das ist schwer. Nimm dir Zeit. Was als nächstes geschieht, muss geschehen, das weiß ich. Aber das macht es nicht einfacher. Nein, macht es nicht. Sprich mit Tabitha habe ich gemacht. Hier, Nima. Nima, ich bin... Wir werden dich vermissen, Mensch. Meinst du damit wir oder... Also wir Nam oder wir Nima? Beides, glauben wir. Zumindest verstehe ich es jetzt nach dem Mausoleum. Ich kann nachvollziehen, was du denkst, was alle Nam denken, über Ava und diesen Kreislauf. Dann verstehst du, dass es so geschehen muss. Weißt du, Nima, es würde recht eng in der Kapsel werden, aber wenn du möchtest... Du versuchst immer noch, die falsche Person zu retten, was, Mensch? Ich schätze schon. Wir gehören hierher. Wir wissen das jetzt. Wir fühlen es. Wir werden es wieder fühlen, bei dem, was als nächstes kommt. Ja. Ich bin bereit, Tabitha. Okay, auf in die Rettungskapsel. Und da gehen sie hin. System starting. Launching in. Huh? There's a failed check. Let me see what it... It's the hatch. What? The door needs to be sealed. The lever's on the other side. Nemat verstanden. Der Vogel. Und alle verabschieden sich. We're ready.
Goodbye, big strong legs. I'm filing a report. Infection, terminal. Resources, null. There. It's sent. LF Prime will give this place a wide berth now. Kratovas will be furious, but management won't give him another chance at this. There's nothing for them here anymore. Vic? Wow. You were right. About what? It is beautiful. Yeah. Das war Creatures of Ava. Puh, ich muss sagen, irgendwie bin ich schon ein bisschen traurig. Also auf zweierlei Arten traurig. Natürlich, wie das Ende jetzt im Endeffekt ausgegangen ist. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht irgendwo, ja, ähnlich wie es bei ihr jetzt letztendlich dann war, dass wir irgendwo so diese große Verbesserung finden würden, dass wir den Planet retten würden. Diese ganzen süßen Kreaturen, Dinima und... Ich verstehe die Sache mit dem Kreislauf des Lebens und ich verstehe auch so ein bisschen die, ja, ich sag mal, die Bedeutung dahinter mit dem Kreislauf des Lebens, übertragen auf die Menschen, die Natur, die Menschen, Leben und Tod. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil ich hätte es mir halt wirklich gewünscht, dass wir dann doch irgendetwas machen könnten, dass die weiterleben könnten. Und sie werden ja irgendwo weiterleben, weil sie halt wiedergeboren werden. Also das ist schon, ne? Aber es ist trotzdem, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Es ist trotzdem irgendwo ein bisschen traurig, dass sie halt eben nicht so weiterleben können, wie ich mir das ein bisschen gehofft hatte. Und ja, sehr, sehr schade, aber trotzdem irgendwie in dem traurigen Ende auch ein gutes Ende. Und ich bin gerade ein bisschen neben der Spur, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wegen dem Ende. Deswegen mache ich jetzt auch kein großes Trara. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die ganze Story gefunden habt, wie ihr das Spiel gefunden habt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen neben der Spur wegen dem Ende. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!